Aber das könnte man noch mal eben tun und dann zu gucken, obwohl ich das letzte Mal schon irgendwie alles hier geändert habe. Klick, klick, klick. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich euch alles kaputt machen muss. Könnt ihr ja nochmal neu anziehen, ist ja nicht. Ich bin ja nicht so. Ihr könnt ja weiterhin hier wohnen. Da, siehst du? Jetzt mach ich mal in Pause hier rein. Vernichte mal eben hier so ein paar Sachen. Boah, das gibt einen fetten Einschnitt wieder. Hui. Ja klar, weg damit. Oh, warte, wenn ich... Nee, die Straße muss weg. War eine der ersten Straßen, die ich hier durchzog. Geil. Boah. Wie heftig. Hui. Wie heftig. Oder heftsch, wenn man so nennen möchte. Ja, da muss ich mal gucken. Die Feuerwache kommt nicht weg. Die ist zu krass. Mache ich. So, jetzt haben wir das. Warte, das kann weg. So viel, egal. So, jetzt habe ich 186.000, die ich hier drin verballern kann. Ab geht's. Fangen wir erstmal mit einer schönen Straße. Und zwar kriege ich hier deine Kurve, eine vernünftige. Warte mal. Okay, vernünftig ist da was anderes. Oh, warte mal, machen wir mal. Fangen wir anders an. Wir machen jetzt erstmal die Straße, glaube ich, von hier da rum. Oh, ich habe die Kurve noch angewählt. Hui. Zu nahe bestehender Kreuzung. Das wäre jetzt eine Variante. Dann will ich aber ein bisschen höher haben. Die Linien will doch keiner sehen. Ja, da haben wir zu nahe bestehender Kreuzung, genau wie hier. Das ist vielleicht sowieso besser, dass man dann von da kommt. Nicht möglich, so auch nicht. So aber. Planiert. Und jetzt gucke ich mal, dass ich da eine schöne Rundung reinkriege. So, voll wichtig, so eine Rundung. Ja. Cool. Ah, sieht zumindest nicht mehr so eckig aus. Jetzt kommen noch mal ein paar Transportmittel da rein. Am besten hier Straßenbahn. Zack. Obwohl an sich ist da vorne nochmal neu. Genau deine Ecke, weil dann ist hier komplett abgedeckt die große Straße. Sehr gut. So, was wollte ich jetzt da unten machen? Richtig. Ich werde jetzt mal Straßen mit hoher Dichte da anpflanzen.
Oh, schade. Hehe, das sieht doch schön rund aus. Hui, aber so mache ich das nicht. Bäm. Ja, wie mache ich das Layout jetzt hier unten? Jo, vor allen Dingen Layout, weißt du? Ich bin voll der Designer. Weg damit, ich brauche gerade Linien. Nee, nicht anschließen. Oder vielleicht doch hier so einmal. Na doch, kann man ja machen. Kann man ja machen. Jetzt kommt wieder The Grid. Dieses Raster, was man überall immer sieht. Da können noch ein paar Industriedinger hin. Da, hier können noch mal Wohngebäude hin auf der Seite und auf der anderen Seite vielleicht noch ein paar Geschäfte. Und wir fahren hier um die Ecke. So. Das ist noch nicht so optimal ausgefüllt, aber jetzt zum. Für den Testlauf wäre es vielleicht mal interessant. Das zieht wieder rein, glaube ich. Die gute Industriestadt. Industriestadt, Casino-Stadt. So, und da hier unten war noch ein Krankenhaus drin. Wo packe ich das denn hin? Warte mal. Ja, komm hier auf der Ecke, fertig. Und play. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Generell so mit den. Ja, okay. Erstmal einen fetten Verlust verzeichnet. Minus 1700. Aber die müssen da natürlich auch erstmal einziehen. Und Industriegebäude gehen gerade runter, hatte ich gerade nur gesehen. Ich meine, ist klar, die bauen da jetzt wie die Wilden in der Ecke. Guck mal, die rennen alle in das kaputte Haus. Aha. Was ist das denn? Geldnot? Achso, null. Das letzte Trümmerfeld war noch von den anderen. Okay. Bushaltestellen, wo seid ihr? Hier können wir arbeiten immer. Jawohl, minus 4000. Was denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt? Oh, Industriegebäude gehen gerade richtig runter. Achso, gelb Bedarf an Fabriken. Dunkelgelb Bedarf der Region an Fabriken. Ah, so. Also die Region braucht generell mehr Fabriken. Komm, machen wir mal so. Wer da einziehen will, kann er ja gerne. Industriegebiet sehen die ja schon beim Einzug. Oder wir machen das hier wie in manchen Gegenden. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört, was weiß ich, dass sich Leute wegen dem Flughafen beschweren, der neben ihrem Haus ist oder keine Ahnung was.
Aber da haben die direkt so gemacht, dass die sich nicht mehr beschweren können. Von wegen, die wussten ja vorher, dass da ein Flughafen ist, bevor sie das Haus da hingebaut haben. Oder die Wohnung genommen haben. Ja, das wäre typisch. Wohnung kaufen und dann, oh, hier ist ja ein Flughafen. Dagegen klagen wir mal. Das Geschäft läuft ganz gut. Das Geschäft ist der Hammer. Alter, ich hatte gerade 2.500. Letzte Auszahlung, wieder 8.000, miese. Was macht denn der schiefe Turm? Wo ist er denn? Irgendwo in der Mitte war der gewesen, ne? Ah, hier. Hoho, ja, da lohnt sich das wenigstens. Guck mal, da habe ich jetzt wieder eine Oberschicht hoch. Das heißt, wenn ich das Casino jetzt anmache, dann habe ich wieder 5.000 miese. Finde ich auch blöd, dass man das nicht speichern kann. Dann würde ich jetzt speichern, bisschen was ausprobieren und dann nochmal neu laden. Immer dieser verkackte Online-Zwang, ne? Touristen, Einkommen. Achso, Gäste. Arbeiter gebraucht. Wir stellen Leute ein. Jetzt bin ich gleich wieder bankrott. Eigentlich müsste man echt diesen großen Flughafen versuchen, fertig zu machen. Oh, nur noch 2.300 minus. Cool. Aber drin ist da immer noch keiner. Und dunkel wird es jetzt gleich. Vielleicht dann, wenn es dunkel wird. So, wenn die alle so sagen, so, oh, guck mal, ist dunkel draußen. Gehen wir mal ins Casino. Jetzt. Licht an und go. Macht jeden Tag 22.000 Verlust. Da ist gar keiner drin. Obwohl er welche rum... Also, da muss ja mal einer rein. Was für ein Kack. Komm mal wieder aus. Wie viel ist denn ein Plus? Ich verstehe es nicht. Boah, Alter, ist das eine Fabrik. Eine Industriefabrik, nein. Da fehlen es wieder Arbeiter, meine Güte. Gestern unterrichtet 2.600, könnte ich da einsonnen. Fertig. Da wieder ein bisschen Plus im Portemonnaie. Ja, leck mich am Arsch. Machst du alle weg? Ich hab das Gefühl, dass ich hier gar keine Mittelschicht wohnen hab. Du. Die ganzen Polizisten sorgen für Sicherheit. Wir wollen hier einen Park.